Oh! Au, verflucht! Ich meine, das tat weh. Traue nie einem Elkwan, feige Viecher. Irgendwas muss ihn erschreckt haben. Was machen wir denn jetzt? Das hier kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir sind bald da. Genauer gesagt, wir sind... Geh, fort. Ich rufe die anderen. Holla, nur die Ruhe. Ich bin eine Freundin und nicht bewaffnet. Du bist ein Mensch. Du kannst keine Freundin... Vogel? Krähenvogel? Hallo. Hey, du bist doch das misslaunige Wuschelding, das wir gesehen haben, als wir das erste Mal hier durchkamen. Ben... Franklin? Ben Bandu. Das ist aber nicht der Mensch, der dich beim letzten Mal begleitet hat. Das ist mein neuer Mensch. Sie ist größtenteils harmlos. Sag guten Tag, Zoe. Nicht so unhöflich. Okay. Aber hieß es nicht, dass sie Art ausgestorben ist? Also diese Maulwurfs... Na, Menschen sind es ja nicht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, Ben Franklin Bandu. Vor 10 Jahren traf Ben Bandu einen jungen Banda, eine Spezies, die von manchen Menschen abfällig Maulwurfsmenschen genannt werden. April war ein, als sie durch Flusswald reiste. April half Bens Bruder aus der Gefangenschaft zu befreien, indem sie den Gribbler, eine furchteinflößende Waldhexe, die eine größere Finsternis diente, besiegte. Durch diese selbstlose Handlung verdiente sie sich einen Ehrenplatz im Banda-Stamm. Ben Bandu fühlte sich April noch immer verpflichtet und nichts würde ihn glücklicher machen, als ihre Güte zu erwidern und ihren Freunden zu helfen. Das ist schön, aber wenn es den jetzt doch gibt, also den weiteren, dann hat die Maulwurfstante ja vollkommen Unrecht gehabt oder die hat in ihrem eigenen Dings nicht mehr nachgeschaut. Oder die hat bewusst gelogen, damit halt keiner vielleicht auf die Idee kommt, dahin zu gehen. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Bist du die neue Bandu Embata? Bambi, was? Hä? Keine Ahnung, ich bin Zoe. Du bist eine Träumerin. Ja, das sagt jeder. Ich bin nicht sehr gut darin. Aber woher weißt du das? Wir leben hier nah beim Träumenden. Ihre Träume umgeben uns. Die Jager. Genau, das ist doch die, die wir suchen. Hab ich recht, Zoe? Die Jager. Ihr sucht die Jager? Mit Absicht? Seid ihr verrückt? Oh, ich nicht. Bei ihr bin ich mir nicht so sicher. Du kennst die Jager? Sie lebt in diesem Wald. Wir sprechen ihren Namen ungern aus. Sie ist böse. Ist das jetzt Hexe Baba Jager oder wie soll ich das verstehen? Der Teddy weiß sicher mehr über die Jager. Der Teddy. Ach... Ja, ich habe schon überlegt vorhin, weil sie gerade noch so von wegen Bambi war, dachte ich so, irgendwie hat ihr Humor bei mir am Anfang ein bisschen mehr gefruchtet, aber ja, da ist es dann wieder. Wer ist sie? Die Jager. Sie ist alt, wirklich alt. Sie war schon lange da, bevor mein Volk in diesen Wald kam. Früher hatte sie viele Diener, Hexen und Hexer. Alle böse, wie in den Geschichten der Ältesten. Aber jetzt sind die Diener alle fort. Also ist sie aufgewacht und in unsere Welt herübergekommen. Sie gehört nicht hierher. Aber sie war einsam und hungrig. Hungrig? Großartig. Tja, wir müssen sie trotzdem finden. Sie hat den Seelenstein. Den Seelenstein? Ich habe von dem Seelenstein gehört. Die Jager hat ihn aus der gefallenen Festung des Hexers. Hexer? Roper Klecks hat für die Jager gearbeitet? Alle haben das. Gribbler, Klecks, all die bösen Hexen und Hexer des Nordlands. Aber jetzt sind sie fort. Genau wie mein Volk. April Ryan hat den Hexer eingesperrt und die Hexe getötet. Sie hat uns alle gerettet. Aber dann kamen die Asadi mit scharfen Klingen und Metallrohren, die Feuer speien. Sie haben die meisten von uns umgebracht. Manche sind nach Osten geflüchtet. Jetzt bin ich der Einzige hier.
Oh, das ist schrecklich. Tut mir so leid. Eines Tages werden sie wiederkommen, alle überlebenden Banda. Bis dahin passe ich auf ihre Baue auf. Und ich singe. Für sie. Für uns alle. Dieser Seelenstein, er ist also wichtig? Ja, sehr. Wirst du ihn benutzen, um gegen die Asadi zu kämpfen? Das gehört auch dazu, ja. Ich bringe dich zu ihr. Jedenfalls so weit, wie ich mich an ihren Unterschlupf heranwage. Na toll. Ich hatte erwartet, dass du Nein sagst. Und mit erwartet meine ich gehofft. Spricht der Vogel immer so? Ich fürchte ja. Geh voraus, Ben. Die Jaga ist jenseits des Kamms dort. Wenn du den überquert hast, bist du in ihrem Reich. Kommst du denn nicht mit? Hast du nicht zugehört, als ich sagte, sie sei hungrig? Nein, ich komme nicht mit. Die Mauern dort sind dünn und sie kann meine Magie riechen. Eine weise Entscheidung, Winzling. Komm, Zoe, wir drehen um und gehen mit Ben zurück. Fangen wir uns lieber ein fettes Eichhörnchen und rösten es zum Abendbrot. Aber deswegen sind wir doch hergekommen. Wenn wir den Seelenstein nicht bekommen... Dann sterben alle, die Welt geht unter, es gibt nie wieder Weihnachten, bla bla bla. Ich hab so satt, von einer gefährlichen Situation in die nächste zu stolpern. Wenn wir mit der hier durch sind, ist Schluss mit Abenteuern. Das schwöre ich bei allen gefiederten Göttern der Vorzeit. Du wirst wissen, dass du da bist, wenn du Griplers altes Haus siehst. Das war die Hexe, die hier gewohnt hat. Sie war Jagas Dienerin und dort ist sie aus dem Jenseits in diese Welt gekommen. Wirst du wenigstens auf uns warten, Ben? Ich warte, bis es Nacht wird. Aber wenn ihr dann noch nicht zurück seid. Wir werden zurück sein. Oh, und ich hatte solchen Appetit auf knuspriges Eichhörnchen. Kann es sein, dass unser Vogel doch ein kleiner Schisser ist und das aber von irgendwie durch seine Coolness verbergen will? Außerdem, ganz ehrlich, den wird in 10 Jahren sowieso wieder langweilig werden, dann geht er eh wieder auf Wanderschaft. Okay, das Ding ist bloß... Mir die Karte helfen? Nee, nein, nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob da noch was anderes stand. Nö, finde die Jager. Okay, einfach den Dings folgen, durchlatschen. Weil ich dachte hier durch, naja, da das Rote, da die weißen Bubbelchen, dass man sich da vielleicht ein bisschen was angucken kann. Sie hat Hunger. Also theoretisch latschen wir jetzt. Heilige Mutter aller Raben. Ich fühle mich nicht sehr willkommen. Ich meine, das ist nicht nur ein schlechtes Zeichen. Das sind jede Menge schlechte Zeichen. Alle auf einmal. Eine ganze Wundertüte voll böser Vorzeichen. Dann bist du die ganze Zeit ein schlechtes Zeichen, mein Freund. Haufen Steine herum. Ich meine ja nur. Greifen wir uns einfach ein und tun so, als wäre es der Seelenstein. Es weiß ja schließlich keiner, wie das Ding aussieht. Doch. Wir haben ein Fotochen gefunden. Aber nett, dass die uns reinlässt. Ja! Oh, mein armes kleines Vogelherz. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei, Zoe. Ob der immer noch so drauf ist, wenn es wirklich ernst wird? Also mit seinen Späßchen, sag ich mal. Fort von hier. Dreh um. Ist das nicht die... Komm nicht näher. Ist das nicht die Kleine? Sie ist hier. Also von der Stimme her? Den Geruch kenne ich. Hundepuh, Weihrauch und faulendes Fleisch. Riecht total nach Hexen. Bilde ich mir das bloß ein oder verändert sich das Licht? Wird es gerade dunkler? Werde ich blind? Hilfe! Hörst du Stimmen? Vogel, bitte. Ich höre Stimmen. Ich mag keine körperlosen Stimmen. Körperlose Stimmen sind nie ein gutes Zeichen. Von der Stimme her wirklich angehört wie die... Ich fühle mich Shit, wie hieß sie denn? Ich habe mich schon mal so gefühlt, als ich im Koma lag. In der Zeit der Geschichten. Ich bin wohl an der Grenze zwischen Wachsein und Träumen. Ah, schade. Ach, jetzt kann ich rennen. Die böse Hexe ist fort, aber jetzt ist sie hier. Sie wird dich aufessen, so wie sie uns alle aufgegessen hat.
Sie hat uns in die Irre. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist vielleicht bloß eine Art Schutz oder so. Also, dass es Feinde abschrecken soll. Weil sie ist ja alleine, ne? Kinder, die nie wieder fortgingen. Uns kannst du nicht mehr retten. Rette dich selbst. Geh. Okay, vielleicht doch nicht bloß ein Haus. Du hast etwas, das dir nicht gehört. Geh weg, Äffchen. Nicht bevor du mir den Seelenstein gegeben hast. Wir wissen nicht, wovon du sprichst. Wahnsinn. Mein ganzer Körper prickelt. Ich kann etwas ändern. Lol. Ich kann dies. Es sind 3 Seelen da drin. Aber welche davon ist Jaga? Ich höre mehrere Stimmen. Alle wütend. Es ist so laut, so mächtig. Ich kann nicht weiter zuhören. Sie ist zu stark. Okay, scheiße. Ich habe mich jetzt bloß gewundert. Aua, 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 aua. Ich hätte mich, glaube ich, beeilen sollen, oder? Lass mich los, du Biest. Sie ist so wütend. Ein Auge, das mich anstarrt. So schnell du kannst. Hör auf damit. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will nur mit dir reden. Ich meine, wir hatten das ganz am Anfang mal gehabt. Was war das denn gewesen? Okay, fuck. Aber ich muss ja irgendwie gegen das Ding kämpfen. Ich muss irgendwie durch die Tür. Ach nee. Ist aber, das muss ich sagen, das ist ein bisschen schade, dass das jetzt erst wieder kommt. Wir hatten das am Anfang träumen, das fand ich halt ganz cool. Ich dachte, das wird sich über das ganze Spiel ziehen, dass wir halt damit auch arbeiten können. Aber wir waren ja halt nie so wirklich in einem Traum gewesen. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Spielen so war, dass man das eher machen konnte. Okay, vom Pfad kann ich auch nicht runter. Dass es da hauptsächlich so war, finde ich hier ehrlich gesagt ein bisschen schade. Sie starrt mich an. Okay, sie kommt nicht näher. Ja gut, die Karte. Nee. Wir können dich unser Herz nicht nehmen lassen. Ah, warte mal, ich verstehe. Nee, das war zu früh. Also, ich muss sie irgendwie ranlocken. Bitte hört auf, mich umbringen zu wollen. Ich glaube trotzdem, dass das so funktionieren wird. Warte mal. Ich muss ja reinkommen. Warte, ich sehe ja nicht vor der. Shit. Ah, warte, ach, meine Fresse. So. Hiermit halte ich die Zeit an, ne? Dann muss ich das gleich machen. Halt nur mehr Zeit oder verlangsamt sie. Weil in den Träumen war es halt immer so gewesen, dass ich dann nie Zeit hatte. Also, ne, dass das bloß ein kurzer Moment war.
Oh, das ist scheiße. Halt mal, der Himmel. Ist das die Zeit der Geschichten? Aber nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist älter. Es sieht viel älter aus. Was meint die jetzt damit? Ich meine, wo wir im Koma waren, hatten wir auch sowas Ähnliches gehabt. Plus mit mehr Steinen und so, ne? Ich meine, die ersten Teile gespielt haben oder die Teile davor, es waren ja bloß zwei, die werden wissen, worum es geht, aber steige ich nicht so wirklich du durch. Du bist aber ein schlaues Äffchen. Still, Schwester. Sprich nicht mit ihm. Warte nur, bis es sich im Dunkeln verirrt. Dann wird es schwächer und wir können es verspeisen. Sicher schmeckt es honigsüß, wie ein Neugeborenes. Unterschätzt es nicht, Schwestern. Irgendetwas ist anders an ihm. Hallo? Warum erinnert mich das irgendwie so ein bisschen an die drei Schwestern von Resi 8? Das hatte ich, glaube ich, schon mal gehabt. Vielleicht doch nicht so schlau. Wir haben Hunger. Wir müssen essen. Nicht mehr lang. Du Was heißt hier doch nicht so schlau? Sein, Äffchen. Eigentlich Deine nicht. Deine Augen werden schwer. Schlaf. Wir wachen über dich. Zeigt euch. Ja, das Ding wird sich halt wieder verpieseln. Aber ich habe halt keinen anderen Anhaltspunkt, ne? Schläft es immer noch nicht? Nö. Leg dich hin und schließ die Augen, Äffchen. Nee, hör auf mich Äffchen zu nennen, du Dussel. Das könnt ihr getrost vergessen. Oh, es gibt wieder Worte, als hätte es einen eigenen Verstand. Sehr schlaues Äffchen. Es hat Mut. Und noch etwas anderes. Etwas Mächtiges. Ja, okay, ich hoffe, jetzt verpieselt sich das nicht mehr. Einfach bloß wegen dem Speichersymbol. Hey. Oh, hi. Du bist eine Träumerin. Und du bist die Weidenhexe. Na. Musst nicht beleidigend werden. Wir sind... Hier ist noch nie ein Äffchen gewesen. Wir sind neugierig auf dich. Wir? Die Schwestern. Bayeb. Aya. Ja. Bayeb? Aye? Baba Yaga. Älter als die Zeit. Älter als die Erinnerung. Alt wie die Dunkelheit. Immer zu dritt. Nicht immer, Schwester. Am Anfang war Yaga die eine. Doch dann geriet alles aus den Fugen. Licht kam. Welten wurden geboren. Affen vermehrten sich und wurden Legion. Und aus der einen wurden drei. Du kommst von jenseits der Zwischenwelt. Aus einer Welt, in der Maschinen herrschen. Richtig. Aber du bist nicht wirklich hier. Du träumst. Sieht ganz so aus. Wir dachten, es gäbe nur ein träumendes Wesen. Ihr habt falsch gedacht. Irgendetwas hat dich so gemacht. Das ist interessant, damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir lieben Überraschungen. Was willst du von uns, Äffchen? Den Seelenstein. Ihr habt ihn gestohlen. Lux hat ihn zuerst gestohlen. Es war nur recht und billig, ihn zurückzustehlen. Was willst du mit ihm? Ihn dahin zurückbringen, wo er hingehört. Um Lux zu heilen. Lux ist das erste träumende Wesen. Wir wissen das. Oh ja, das wissen wir. Du erzählst uns nichts Neues, Äffchen. Wir waren da, in der Dunkelheit, in der Zeit, vor der Zeit. Vor all dieser schrecklichen Helligkeit. Bevor ihr Affen alles verdorben habt. Damals hatten wir den Seelenstein. Er labte uns und machte uns stark. Doch Lux nahm ihn, damit Lux träumen konnte. Wir waren da, als Lux den ersten Traum träumte und die Sterne geboren wurden und alles aus den Fugen geriet. Wenn wir dir den Stein geben, schwinden wir aus der Erinnerung. Wir geraten in Vergessenheit. Er ist unser letzter Anker, wenn niemand mehr da ist, der uns verehrt und uns fürchtet. Aber sie verehren euch doch, oder nicht? In der Stadt haben sie Abbilder der Weidenhexe errichtet. Die Weidenhexe. Eine gute Nachtgeschichte.
Ein harmloses Märchen für die Kleinen. Keiner fürchtet sich wirklich noch vor der Jager. Unsere Macht ist dahin. Ich weiß nicht. Die Leute brauchen Dunkles. Sie brauchen es, sich zu fürchten. In meiner Welt ist Gruseliges beliebt. Es gibt Filme, Spiele, Geisterbahnen. Schnickschnack. Wir sind nicht mehr das, was wir mal waren. Wir wissen noch, wie wir uns labten. Unsere Bäuche gebläht von Fleisch und Furcht. Naja, Dinge ändern sich. So ist das eben. Vielleicht sollten wir dich doch lieber verspeisen, statt dir den Seelenstein zu geben. All deine köstlichen Erinnerungen, deine Träumkräfte. Deine Seele wird uns warm und satt halten. Na, das hilft ja auch keinem. Helfen? Wie kommst du darauf, dass wir helfen? Wir schulden dem Universum nichts, Äffchen. Wir schulden Lux nichts. Warum sollte es uns kümmern, wenn der Traum endet? Lass uns doch ein winziges Häppchen von dir kosten. Zeig uns, wie du schmeckst. Was bietest du uns an? Was ich anbiete? Eine Sünde? Ein Geheimnis? Etwas Dunkles? Etwas, das du tief in dir bewahrst und nicht zu enthüllen wagst? Ich kann mir wirklich das scheiß Würstchen aussuchen. Ich werde das Würstchen nehmen. Ich muss das Würstchen nehmen. Nee, das Ding ist, wenn sowieso keiner mehr vor denen wirklich Angst und sowas hat, ne? Und das Universum oder so wie es jetzt besteht halt scheißegal ist, dann kann es denen doch auch egal sein, ob sie den Seelenstein noch haben oder nicht. Ich meine, ihre eigene Existenz scheint ihnen ja dementsprechend relativ egal zu sein. Warum dann nicht einfach rausrücken? Ich wusste, Reza würde die Würstchen nicht mögen, die ich ihm damals zum Mittagessen gekauft habe. Ich tat es, weil statt jemandem, den ich lieben und um den ich mich kümmern sollte, das zu geben, was er will, tat ich das Gegenteil. Und zwar, weil ich wütend war. Wütend um sich schlagen, na und? Hättest du ihm geschadet, dann wäre das was. Hättest du ihn getötet, hätte es uns vielleicht satt gemacht. Aber das ist gar nichts. Nach unserem letzten... Ich habe meinen Freund einfach durch die Tür und aus meinem Leben gehen lassen. Ich hatte ihn aufgegeben und uns... Feiges Äffchen hatte Angst, sich der Wahrheit zu stellen. Reue ist stark. Sie pulsiert wie ein schlagendes Herz. Anständiges Häppchen. Ganz köstlich. Aber den Hunger stillt es nicht. Wir wollen mehr. Trotzdem, wir nehmen dieses kleine Stück von dir. Es gehört jetzt uns. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern. Und ihr gebt mir den Seelenstein dafür? Nein, das tun wir nicht. Wir haben nichts versprochen. Der Seelenstein gehört uns. Wir brauchen ihn. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr nicht nur alle und alles vernichten. Ihr werdet ganz allein sein. Wer wird euch verehren und fürchten, wenn keiner mehr da ist? Was kannst du uns sonst noch anbieten, Äffchen? Was kannst du uns von dir geben als Beweis, dass dies etwas bedeutet? Ich weiß nicht. Du verlangst, dass wir das aufgeben, was uns sättigt und warm hält, und du kannst uns keinen angemessenen Ausgleich anbieten? Ihr habt recht, das kann ich nicht. Ich habe nicht, was ihr verlangt. Ich bin ein Mensch. Ich habe schreckliche Entscheidungen gefällt, aber ich halte nicht daran fest. Ich gehe weiter und lebe mit den Konsequenzen. Scham, Wut, Enttäuschung, Reue. Ich lebe nicht davon. Ich überlebe, weil ich loslasse, jeden Tag. Weil ich Hoffnung habe und an die Zukunft glaube. Nicht, weil ich zurückblicke. Die meisten Leute sind so. Und ich will einfach nur diesen Leuten eine Chance geben, ihre Entscheidungen zu treffen, gute oder schlechte, und weiterzuleben und zu lernen. Wenn euch das nicht reicht, dann habe ich nichts für euch. Und wenn ihr mir den... Wenn ich dem ersten träumenden Wesen den Seelenstein nicht zurückbringe, dann stirbt Lux. Der Traum endet. Es wird niemand mehr da sein, um sich an uns zu erinnern oder an die Entscheidungen, die uns hierher gebracht haben. Von diesem Augenblick jetzt hängt alles ab.
Das wissen wir, kleines Äffchen. Deshalb geben wir dir den Seelenstein. Aber im Gegenzug musst du eines für uns tun. Was ihr wollt, vorausgesetzt, dass ich es kann. Du musst dich an uns erinnern, wenn der Traum in dir ist. Die Welt braucht uns. Ohne die Schwestern, ohne die Jager gibt es keine Furcht, keine Vorstellungskraft. Jeder Traum braucht einen Albtraum. Euch könnte ich wohl nicht mal vergessen, wenn ich es versuchen würde. Ja, ich werde mich an euch erinnern. Gut. 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 Hier ist er, der Seelenstein. Nimm ihn. Benutze ihn, um Lux zu wecken. Wir hätten es selbst getan. Aber das kann niemand außer dem Träumeräffchen. Wie komme ich dorthin? Jemand wird kommen. Ein pelziges kleines Ding. Es wird dir ein Reittier schenken. Geh zu Lux. Du wirst Lux spüren wie ein Licht im Dunkeln. Folge dem Licht. Rette den Traumträumerin. Werde eins mit dem ersten träumenden Wesen. Was bedeutet das? Du wirst es herausfinden. Und, schlaues Äffchen, hüte dich vor dem Zauberer der Lügen. Er macht Pläne, spinnt Intrigen. Er möchte die Welt umgestalten. Er trägt eine Maske. Er hegt Ambitionen. Das war schon immer so. Doch jetzt... Es ist etwas in ihm. Es ist sehr gefährlich, kleines Äffchen. Hüte dich. Geh jetzt. Wo hast du denn gesteckt? Ich hab's nicht so mit riesigen Monsterhäusern. Die mag ich nicht. Na, du bist ja ein miserabler Sidekick. Das krieg ich andauernd zu hören. Ich weiß ehrlich nicht, wieso. Lass uns doch zurückgehen und den wuscheligen kleinen Halbling suchen. Ich wette, der hat nicht auf uns gewartet. Ich wette, der ist längst weg. Sie lässt uns gehen. Okay, aber was halt komisch ist, wenn sie das von Anfang an vorhatten. Was sollte dann der Krokolores mit von wegen, was gibst du uns? Und so. Das fühlt sich jetzt so an, als ob unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, eigentlich scheißegal sind. Oder also irgendwie so ein bisschen revidiert. Nicht alle, aber ein paar. Ach, guck mal an. Na, alte Lügnerin. Entschuldigung. Das ist Zoe. Ihr begegnet Jaga und noch lebt. Das nicht möglich. Wer ihr seid. Sie, am besten nenne ich mich so, wie mich sie scheint von mir beeindruckt zu sein. Das sollte ich vermutlich eine Banda. Ich dachte, außer Ben gäbe es keine mehr. Zoe Castillo, Träumerin. Zoe Castillo, Träumerin. Sie weiß, wer ist. Beeindruckend das für Mensch. Nun, Zoe Castillo, Träumerin. Ihr habt überlebt Treffen mit Jaga, ohne zu verlieren. Selbst gemacht Handel, wie bei Hexen früher. Verkauft selbst an Jaga. Für Freiheit und Macht. Ihr dient jetzt Jaga? Ich diene niemandem. Und gehandelt habe ich auch nicht. Ich habe nur... Ich habe keine Zeit, über die Jaga zu sprechen. Wir müssen nach... Ich wüsste gern mehr über die... Wer ist die Jaga? Ich nur weiß, was Älteste sagen, als ich Kind. Und ich nur getroffen Jagas Diener. Eine von ihnen in diesem Wald lebt. Früher, sie war Gribbler. Verdrehtes, uraltes, böses Ding. Niemand außer Jaga weiß... Was Jaga ist wirklich. Wer sich ihr stellt, nie mehr kommt nach Haus. Außer euch. Großmutter mir erzählt hat, Jaga ist geboren vor Anfang von Zeit. Lux und Jaga. Licht und Dunkelheit. Traum
und Albtraum. Gleichgewicht ist in jedem Ding, Mensch. Als unsere Welt bekam Form, so auch Yaga. Aus eins wurden drei. Drei Schwestern. Jugend, Alter, Untergang. Alle Aspekte von Leben. Besser als das erste träumende Wesen. Lux steht Yaga das Leben. Sie versteht Sterblichkeit. Sterblichkeit in ihrem Blut. Vielleicht das, warum sie so hasst die Lebenden. Warum sie so böse und hungrig. Sie hat verbreitet ihren Willen in die Welt. In Hexen und Hexer. Magier und Nekromanten. Schwache und Formbare. Aber wenn alte Magie verblasst, so auch Yaga. Zauberer Klecks und Gribbler waren zwei von letzte Diener. Und April Ryan, beide hat besiegt. Danach, man sagt, Yaga war schwach. Jetzt die Weidenhexe des Nordens ist Witz für Menschen in Markuria. Sie nicht erinnern, was sie war. Sie nie gesehen, ihre Jungen gefressen von Nacht. Doch Yaga, nicht ist die Nacht, die jetzt Welt bedroht. Ihre Dunkelheit ist andere Dunkelheit. Ausgleich für Licht. Notwendige Dunkelheit. Sie ist Albtraum. Der füttert Vorstellungskraft. Die andere Dunkelheit, nun, andere Dunkelheit, ist tiefer und endgültig. Ist schwarzes Feuer, sich verbreitet und brennt, bis nichts mehr da ist. Ist Zeit selbst, ist Asche. Sogar Yaga, diese Dunkelheit fürchtet. Ah, deshalb hat sie mich gehen lassen, damit ich ihr helfe. Du hast den Seelenstein? Ihr habt Seelenstein? Was für Seelenstein? Du kannst Bando Maseri vertrauen, Zoe. Sie ist eine Älteste. Sie kam aus dem Exil zurück, um mir zu helfen, die Überlebenden zu finden. Ja, ich habe den Seelenstein von Lux. Ich muss sie nach Norden bringen, zu den O'ula. O'ula? Warum O'ula? Ihr kennt sie? Ich habe gehört von O'ula. In Geschichten. Uraltes Volk. Bewohnen Ruinen ihrer eigenen Zivilisation. Hoch oben. In Grenzbergen. Wisst ihr, wohin müsst gehen? Ich habe eine Karte gesehen. Sie leben auf der Wolkenspitze in den Bergen von Jedra. Karten trügerisch sind. Geht nach Norden und dann nach Westen. Eine Woche zu Fuß, bevor ihr beginnt den Aufstieg. Wir haben aber keine Woche. Hasten, hasten. Hasten bei etwas nicht weise. Ihr bringt Seelenstein zu O'ula? Aus welchem Grund? Ich bringe ihn dem ersten träumenden Wesen zurück. Lux bei O'ula ist? Das sagen meine Visionen. Eure Visionen? Ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich verspreche, dass ich... Ich glaube. Ich glaube. Versprechen nicht nötig. Geschichte. Zu nicht glaublich, als dass Maulwürfe nicht sie glaubt. Nehmt Springfell, Mensch, reitet nach Norden, schnell wie Wind. Ihr erreicht Berge morgen bei erstem Licht. Springfell kann klettern, wenigstens Teil vom Weg. In weniger als 2 Tagen, ihr werdet sein bei O'ula. Sie sagte, es werde jemand kommen, aber das da? Ist es denn sicher? Ich
Hab keine Ahnung, wie man sowas reitet. Springfell genug Ahnung für euch beide hat. Und was macht ihr ohne euer Reittier? Wir benutzen Füße. Maulwürfe ohne Hast. Laufen langsam, damit die von Banda, die noch leben, uns hören und kommen zu uns. Wir gehen nach Osten, Zoe. Wir folgen den Banda, die vor den Asadi flohen. Vielleicht leben sie noch. Vielleicht sind sie... Wir sie finden werden, Kleiner. Nehmt Tier. Geht nach Norden. Tut, was zu tun ist. Ich fühle Dunkelheit kommen. Schwarzes Feuer. Kalt wie Ozean. Vielleicht könnt ihr aufhalten. Träumerin. Nichts verloren. Nichts gewonnen. Leb wohl, Zoe. Hab Dank, Ben. Und viel Glück. Ich hoffe, du findest dein Volk wieder. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, ihr habt viel zu tun. Ich kriege dich nicht oft zu sehen. Warum an diesem Ort? Er ist sicher. Und vielleicht von symbolischer Bedeutung. Er diente als geheimer Unterschlupf, bevor Asadi-Soldaten ihn stürmten. Auf Kiens Befehl. Ich verstehe. Also, welche Neuigkeiten hast du für mich, Elena? In deiner Nachricht hieß es... Kien ist nach Gien aufgebrochen, zusammen mit Liko, dem Dolmari-Krieger. Nach Gien ins Gefangenenlager für die Magischen? Beheimlicht. Warum? Was hofft er dort zu erreichen? Wir reden hier von Kien. Er glaubt, er könne alle retten. Außerdem glaubt er, in Gien liege der Schlüssel zur Zukunft des Imperiums. Aber in ein befestigtes Gefangenenlager einzubrechen, er wird keine Chance haben. Deshalb habe ich euch benachrichtigt, Mutter. Das könnte eine Gelegenheit sein. Du hast das Richtige getan, Kind. Komm, lass uns reden. Wir haben nicht viel Zeit. Na schön. Ich schlage vor, wir klettern über den Zaun da und dann arbeiten wir uns innen. Wir sollten uns aufteilen. Ihr habt so viele Kupfermünzromane gelesen, Liko. Wenn wir uns aufteilen, werden wir verwundbar. Und wenn wir zusammenbleiben, könnten wir beide sterben. Trennen wir uns, kann es einer von uns hier noch rausschaffen. Das wäre möglich, trotzdem finde ich... Und außerdem muss einer von uns das Quartier der Verwalterin finden. Woher wollt ihr wissen, dass es hier sowas gibt? Das ist ein Asadi-Lager, Kiel. Es wird detaillierte Unterlagen und Dokumente geben. Wer einen einzelnen Gefangenen unter Tausenden aufspüren will, braucht Unterlagen. Ich klettere über den Zaun, gehe ins Lager, sorge für Ablenkung. Ich sehe wie ein Gefangener aus, kann mit ihnen reden, mich unter sie mischen, falls nötig. Geht ihr die Verwalterin und die Unterlagen suchen. Der Turm da wäre wohl ein guter Anfang. Wo treffen wir uns? Falls wir so weit kommen, wird uns irgendetwas einfallen. Versucht nicht zu sterben. Ihr schuldet mir noch euer Leben. Oh, ich habe vor, am Leben zu bleiben. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Verhältnis zu euren Göttern. Konnte mich bisher nicht beklagen. Wenn ich hier irgendwo Unterlagen über die Gefangenen finde, dann wahrscheinlich in diesem Turm. Dieser Mauerabschnitt scheint Teil der alten Burgbefestigung zu sein, aus der Zeit, als der Nekromantenkönig über GN herrschte. Die Mauer ist mit dem Turm verbunden. Wenn ich raufkomme, finde ich vielleicht einen Weg hinein. Hoffen wir doch, und ich hoffe, dass es nicht zu schwer ist für den Weg in die alte Burg. Aber irgendwie kann das sein, dass
sehr, sehr viel im Spiel um, naja, Intrigen oder die verarschen, weil ich hätte, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, hier ist die Elena. Warte. Kann ich hier hochklettern? Nichts, woran ich mich festhalten könnte. Auch so drauf ist, ne? Die Felsen sind hier zu steil und rutschig. Ich kann mich nirgends festhalten. Ja, was ist hiermit? Eine Statue vielleicht? Wahrscheinlich auch nicht. Obwohl. Sie ist zu glatt. Ich finde keinen Halt. Ja, irgendwie muss es aber gehen, mein Guter. Was mit den Felsen? Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Einfach wie ein Assassine in den Stein greifen. Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Ja, das würde er bei allem sagen, ne? Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Ja gut, dann müssen wir wohl unten bleiben, ne? Obwohl, hier habe ich noch die Mauer. Hä? Hat der nicht bei... Hat der nicht am Anfang der Mauer? Moment. Sag mal, Spiel. Diese Seite der Mauer ist zu steil und ich finde keinen Halt. Ich glaube nicht, dass ich hier hochklettern kann. Du gehst mir auf den Sack hin. Der Nekromantenkönig von GN. Weißt du, das Furchtbare ist? Warum mussten die das GN nennen? Okay, über den Arm komme ich da auf jeden Fall rüber. Also müsste ich eigentlich irgendwo von da hinten. Liegt aber auch bloß daran, dass Einsätze für Wärmedings GN-Behälter heißen. Und ich jedes Mal daran denke, das ist... Was ist das denn? Ein Öhrchen? Das waren nicht Wind und Wetter. Der Knopf des Nekromanten wurde gewaltsam. Ich darf hier keine Zeit verschwenden. Ich muss auf die alte Burgmauer und dann einen Weg in den schwarzen Turm finden. Ja, aber wie, Mann? Du kannst dich ja anscheinend nirgendwo festhalten, mein Freund. Oh, ich hab's wieder übersehen. Okay, die labern da. Wer denke, dass ich irgendwas finde, womit ich... toll, die sehen, werden mich ja sehen. Obwohl, eigentlich ist ja egal. Da ich ja einer von denen der bin. Der Strand kann warten, bis der Krieg vorbei ist. Okay. Ich komme mit der richtigen Kleidung, einem großen Tuch und einem Korb voller Essen wieder. Was übersehe ich? Ich meine, ich war jetzt an jeder Ecke hier schon, ne? Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Es gibt nichts, woran ich dachte, mich festhalten könnte. Ich dachte, wenn ich ein bisschen Glück habe, dann habe ich halt hier irgendwie den richtigen... Diese Wand ist nicht ganz so steil und es gibt Vorsprünge und Spalten. Ach, auf einmal! Da könnte ich hochkommen. Okay. Von der Seite, das oder was? Das sieht aus wie ein guter Ausgangspunkt. Nee, dann hoch da. Party. Entschuldigung. Gott. Toll. Beim Licht. Das heißt hier beim Licht rüber da. Muss ja irgendwie... Die Kleinen sind wahrscheinlich scheiße. Verdammt! Hör auf zu meckern. Wir kriegen das schon hin. Dann den mittelsten. Really? Beim Schatten! Na, der geht kaputt? Ah, doch nicht. Ich dachte. Okay, ich dachte, wir müssen das jetzt die ganze Zeit noch stehen. So, will er hier rufspringen? Nee, ne? Weil ich dachte, vielleicht über die Hand. Vielleicht denke ich auch, bloß so kompliziert und kann hier direkt rüber. Ja gut, oder so. Bei der Göttin. Das Lager ist größer, als ich dachte. Hier müssen Tausende von Magischen sein. Haben sie vor, die einfach alle zu ermorden? Naja, wie hat das der... Wie hieß der? Loki nicht, oder? Hat er gesagt, Tausende. Eigentlich Loki. Okay, wir müssen aber hoch Papiere finden, ne? Ohne das wird ihm das wenig bringen. Ja, aber denke ich mal unten Informationen. Oh. Sammeln. Kriege ich den weg? Ich darf auch gerade nicht schneller, ne? Mal gucken.
Irgendwas? Nichts. Ich hätte schwören können. Vielleicht war es nur ein Vogel. Meinst du etwa, ich kann einen Vogel nicht von einem Menschen unterscheiden? Es ist dunkel. Wir sind abgelenkt. Halt einfach die Klappe und gib acht. Ich hatte auch mal ein Spähglas. Damit konnte ich die Straßenbanden in Zadir im Auge behalten. Aber Vermins Jungs haben es mir ab. Hunderte von toten Magischen. Ich weiß nicht, ob das Spiel da eine Anspielung auf, naja, andere geschichtliche Dinge macht. Fair kann man verarbeiten, aber ich finde es halt so, naja, ich weiß nicht, immer ein bisschen unschön. Wer da? Hä? Hast du mich verarscht? Da war doch gar keiner. Als ob die, oder war da, warte mal, hält der in der Wache? Okay, er hält wirklich in der Wache. Das soll man riechen, oder was? Warte. Was macht denn der da? Hä? Was ist mit ihm? Oder geht er wieder weg? Es ist irgendeine Art Durchgang. Ich sollte warten, bis der Wachmann zurückkommt und ihn beobachten. Oh Gott, wie lange soll ich denn da warten? Okay, das ist ungeil. Nicht, weil ich jetzt... Naja, die Stunden sind eh lang genug. Die Folgen sind... Hä? Oh, oh. Aus diesem Blickwinkel bekomme ich nicht mit, was die Wache macht. Aus diesem Blickwinkel Toll. Er hat dagegen geschlagen. Aus diesem Blickwinkel bekomme ich nicht mit, was die Wache da macht. Ja, wie soll ich es denn sonst machen? Auf der anderen Seite sehen die mich doch. Oder? Ist doch gleich, hey, halt, wer da? Wer da? Ja, siehst du? Vielleicht muss ich einfach näher dran sein. Aber dann sieht er mich ja. Wer da? Siehste? Oder ich brauche wirklich das blöde Fernglas. Wo komme ich überhaupt zurück? Natürlich nicht. Super. Kann ich vielleicht von hier? Nee, kann ich nicht. Die Wache drückt etwas, doch ich bin zu weit weg, um es zu erkennen. Ich müsste es von nahem sehen. Willst du mich verarschen? Mir geht's eigentlich bloß um meinen Plattenplatz, ne? Ich wollte einen guten Platz vielleicht oder Zeitpunkt für fürs Folgenende haben. Aber ja, wenn ihm die Platte dann langsam vollläuft, ist halt Kacke. Deswegen bin ich ein bisschen ungehalten gerade. So, kommt er jetzt hier rausgescheißert? Hier dürfte ich noch nicht nah genug sein. Und dann aus dem Winkel geht nicht. Was natürlich wäre... Wäre auch noch eine Möglichkeit. Aus diesem Blickwinkel bekomme ich nicht mit, was die Wache macht. Okay, ich versuche eine Sache nochmal. Wenn ich direkt hier stehen bleibe und der rauskommt, ob der mich sieht? Wahrscheinlich schon, ne? Ich wüsste halt nicht. Wenn ich das Fernglas hätte, ja, dann von da oben. Da scheint ja der Blickwinkel okay zu sein. Es ist irgendeine Art Durchgang, aber ach, es gibt keine Türklinke oder etwas anderes, um zu öffnen. Wer da? Das Ding ist, er drückt halt dagegen. Vielleicht hat das auch schon zugereicht. Vielleicht brauche ich keine weitere Information. Aber trotzdem, doof ist es trotzdem. Weil er kann nicht erkennen. Oder wie hat er gesagt, das ist zu weit weg oder so? Die Wache drückt etwas. Doch ich bin zu weit weg, um es zu erkennen. Ich müsste es von nahem sehen. Vielleicht reicht das ja schon. Einfach bloß, dass der jetzt checkt, okay, ich müsste auf den Knopf drücken.
Wir gucken mal. Das war, glaube ich, 5-mal. Bin mir aber jetzt nicht sicher, falls das checkt. Ich sollte warten, bis der Wachmann zurückkommt. Nein, Mann! Oh, Junge. Wahrscheinlich die richtige Kombi, ne? Ich sollte warten, bis der Wachmann zurückkommt und ihn beobachten. Das Problem ist bloß... Der wird mich doch so oder so sehen. Ich meine, ich stehe hier im Dunkeln. Wer da? Hä? Sorry, das ist doof. Sorry, das ist echt doof. Ich wüsste halt nicht, wo ich da weiter hin sollte. Von Namen. Ich meine, ich muss von hinten gucken. Aus diesem Blickwinkel bekomme ich nicht mit, was die Wache macht. Wer da? Kann ich eigentlich auch schnell machen? Nee, warte, die Tür geht ja eh gleich. Ja, geht sofort auf. Und dann auf der anderen Seite sehen die mich. Keine Ahnung. Wie gesagt, das kann auch noch eine Weile dauern. Ich meine, so schwer kann es doch eigentlich nicht sein. Theoretisch. Wir müssen halt die richtige Kombination ansehen. Sie verbrennen Leichen. Tote magische. Hunderte von ihnen. Wundert mich nicht. Das ist abscheulich. Kann auch sein, dass das ohne das blöde Fernglas nicht geht. Hier liegt aber auch nichts weiter rum. Er drückt irgendwas, aber... Habe ich irgendwas dabei? Nee, habe ich nicht. Dann muss ich das... Ja, auf morgen verschieben. In der Hoffnung, dass das mit der Folgenlänge halt nicht überhand nimmt. Wie gesagt, ein bisschen was wollte ich ja. Ich weiß ja ungefähr, wo wir jetzt stehen. Aber der Platte zuliebe und... Schneiden muss ich das Ganze ja eh noch. Aber das ist ja egal. Gut, dann sehen wir uns morgen an der Stelle wieder in der Hoffnung, dass ich dann mal rausgefunden habe, was ich hier machen muss, beziehungsweise wo ich mich vielleicht hinstellen muss oder so, oder was ich vielleicht vergessen habe. Keine Ahnung, irgendwie muss es ja einen Trick geben, der wahrscheinlich easy peasy leicht ist, aber ich raff's nicht. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao, ciao.